Der Unipräsident hat nach meinem Eindruck erstens sehr leise und zweitens nur einmal dazu aufgefordert, das Haus zu verlassen. Ich habe das so wahrgenommen, dass gezielt von dem Unipräsidenten eine Spaltung hervorgerufen wurde. Die einen, die in Panik raus sind, zu denen ich mich dann auch gezählt habe, die anderen, die engagiert drin geblieben sind und die Seminare fortgesetzt haben. Die Vorhänge wurden drin geöffnet durch das Plenum der Protestler, die drin geblieben sind, damit die Presse filmen kann, damit die Presse dokumentieren kann. Da hat man Schreie von drinnen gehört und die Vorhänge wurden zugezogen. Auch schon im Casino war es alles andere als friedlich. Man hat dann irgendwann angefangen, die Leute rauszutragen. Es hat ziemlich lange gedauert, immer einen nach dem anderen und ja, ziemlich verzögert. Während der Räumung wurde ich durch das Foyer gezogen. Und weil es recht schmerzhaft ist, wenn ein Handgelenk gezogen wurde, habe ich mich festgehalten an einem der Polizisten. Und er sagte, seine Freundin würde sich auch immer so in ihn hineinkrallen. Ich habe mich unglaublich unwohl gefühlt. Ich habe mich sexualisiert behandelt gefühlt, sehr gedemütigt. Außerdem habe ich gesehen, dass ein Vertreter der Presse, der mit einer Videokamera da war, auch als er seinen Presseausweis vorgezeigt hat, was ich gesehen habe, mehrmals eben von der Polizei von seinen Aufnahmen behindert wurde und bedrängt wurde und auch teilweise aus dem Saal verwiesen wurde. Ja, die Behinderung der Presse und damit auch wieder jemand, der eigentlich zuschaut und einem eventuell helfen kann. Anweisung vom Polizeiführer, Sie kommen mit. Nachdem ich mit grobem Hieb auf die Schulter darauf hingewiesen wurde, den Festsaal zu verlassen und ich gesagt habe, ich möchte mir weiter das Seminar anhören, wurde ich rausgezogen mit Kommentaren wie, da tust du mal was Gutes und wisch den Boden. Ich stand draußen vor dem Gebäude und musste miterleben, wie die Polizei uns aggressiv zurückgedrängt hatte, als Studierende, die sich mit den Leuten, die innen drinne waren, solidarisiert hatten. Als ich dann mich nicht sofort auf den Weg gemacht habe, habe ich ein Schild ins Gesicht bekommen. Also entgegen der Behauptung des Präsidenten, dass es da keine gewaltsamen Einsätze gab von der Polizei, muss ich sagen, mir ist auf dem Campus ein Schlagstock auf den Kopf geschlagen worden, sodass ich jetzt eine Gehirnerschütterung habe. Auch beim Arzt war deswegen, der Arzt mir das auch attestiert hat. Also ich habe meinen Arm vor mein Gesicht gehalten, um mich zu schützen. Sehr oft wurde der Polizei zugerufen, wir sind friedlich, was seid ihr? Daraufhin wurde die Polizei immer aggressiver. Ich hatte den Eindruck, dass das völlig unkoordiniert war, dass es unausgebildete Einheiten waren, Anfängereinheiten. Als ich dann den Campus verlassen habe, habe ich gesehen, wie durch ein riesiges Polizeiaufgebot so eine regelrechte Hetzjagd im Bereich der Hansaallee, Bremer Straße oder in der Ecke stattfand. Ja, das war auf jeden Fall eine Hetzjagd. Es ist eine Farce, dass das Präsidium behauptet, dass der Polizeieinsatz in dem Sinne gerechtfertigt war in seiner Art und Weise und zweitens, dass er gewaltfrei verlaufen ist, weil wir wissen doch mittlerweile, dass 6 Leute im Krankenhaus waren. In dieser Kurve sprang ein Polizist aus seinem parkenden Van und ist losgelaufen und mit seinem Schild gegen mich gesprungen und dabei durch diese Wucht wurde ich gegen ein Auto geschleudert und bei dem Fall hat sich dann herausgestellt, dass ich mir 2 Finger an Trümmerbruch zugezogen hat. Als wir dort dann bei dem Mädchen standen an der Ecke, kam ein Anwohner zu uns und hat gefragt, was denn los sei. Er wäre aufgeschreckt worden von den Knüppelschlägen, die er draußen gehört hat. Überall war dann Polizisten. Die Passanten meinten, dass sie durch Knüppelschläge, die sie vom Fenster oder vom Balkon gehört haben, eben darauf aufmerksam geworden sind und einfach wissen wollten, was dort los sei. Eine Frau mit einem Fahrrad vorbeikam und die war eine normale Passantin. Also die hatte nichts mit der Demo zu tun und dann wollte die Polizei ihr das Fahrrad abnehmen und sie hat sich halt geweigert. Verständlicherweise und dann habe ich gesehen, wie der Polizist die Schusswaffe gezogen hat und dann haben sich halt mehrere Demonstranten dagegen gestellt und dem Polizist angepöbelt, was ihm dann einfallen würde, jetzt seine Schusswaffe zu ziehen. Dann scheint es wohl
eskaliert zu sein. Zumindest habe ich nur noch gesehen, wie der Polizist an seinem Gürtel diesen, ich glaube, es war ein Druckknopf oder Klettverschluss aufgemacht hat und dabei war, die Waffe zu ziehen. Also er hat sie rausgeholt. Ich denke, wir haben genug Leute zusammen, um zu bestätigen, dass es zu Gewalttaten kam. Dass der Präsident sich dazu äußerte und sagte, es sei zu keinerlei Verletzungen gekommen, ist vollkommen gelogen. Das ist in meinen Augen einfach nur der Versuch, die Studentenbewegung zu kriminalisieren und den Polizeieinsatz, der extrem brutal war, zu rechtfertigen. Also das, was ich am Mittwochabend erlebt habe, habe ich noch nie zuvor erlebt. Es war absolut, das Verhalten der Polizei war absolut militant gegen friedliche Studierende. Und ich kann Herrn Müller-Essel deswegen nur drei Sachen sagen. Hören Sie auf zu lügen, stellen Sie sich der Realität und treten Sie zurück. Ich will nicht erkannt werden, weil ich durch das aggressive Verhalten der Polizei eingeschüchtert bin. Ich zeige mein Gesicht deshalb, weil ich glaube, dass ich nichts Unrechtes getan habe. Im Gegensatz, mir wurde Unrecht angetan und ich glaube, dass es auch richtig ist, wenn die Leute, die mir Unrecht angetan haben, das sehen, dass ich mich nicht verstecke und dass ich keine Scheu habe, mein Gesicht zu zeigen.